Ja, ja, das neue Grillmagazin ist da. Es kam gerade an. Druckfrisch. Ich mache mir jetzt einen Kaffee. Ich mache jetzt einen Kaffee und dann zeige ich euch das neue Heft. Moment. Sag mal, was soll denn das jetzt? Ich zeig's euch doch. Jetzt lass mich doch kurz den Kaffee machen. Halbert nochmal. Gibt's doch nicht. Nicht so schwierig. Gucken doch gleich rein. Hey, hey. Nur das Gleiche. Ungeduld. So, das ist es. Trail Magazin Nummer 3, 23, ab Freitag, den 14. April, im Handel, am Kiosk und ich weiß, bei einigen heute schon im Briefkasten. Oh, schönes Cover, Zach Miller mit einer Kollegin im Uphill unterwegs. Wir haben einen großen Schuhtest mit drin, 46 Trailschuhe. Was versteckt sich noch hier auf dem Cover? Eine Trainingsgeschichte, lange Ultra-Trails benötigen kurze Rennen, um das Tempo aufzubauen. Ja, eine schöne Typenreportage. Naja, ich gehe es mal durch. Ja? Ich blätter es mal durch. Das Cover gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ein Editorial von mir. Wir stellen vier Menschen der Ausgabe vor. Ganz klassisch unser Inhaltsverzeichnis. Und dann geht's los mit einer, ich glaube, sehr, sehr schönen Fotostory. Es geht um Tempo, es geht um Speed und um den Gegenbeweis, dass Trailrunning natürlich nicht nur eine stoische, langsame Fortbewegung ist, sondern durchaus etwas mit Speed und Pace und Tempo. Es ist ein Wettkampfsport und ein Rennsport, der durchaus die Beschleunigung kennt. Also schöne Bilder, sehr Sénal allen voran, ein Endspurt von Hannes Namberger beim Lavaredo. Wir gehen in das News-Journal-Geschehen. Wir haben einen Servicebericht über Brille tragen beim Trailrunning, eine Verlosung zum Großglockner Ultra Trail und eine geile Meinungsstory, ein Pro und Contra zum Barclay Marathon. Da kann man auch Pro-Contra-Position einnehmen. Eine neue Diskursecke haben wir, wo wir so Instagram-Postings ein bisschen analysieren. Meine Kolumne, so eine Typeneinteilung an der Labe, an der VP-Station. Und wir stellen euch vor unsere My Virtual Trail Sache, unsere Plattform mit neuem Partner. Craft ist unser neuer My Virtual Trail Partner. Wir bieten euch 30 Trailstrecken bundesweit, die ja alles haben, was sich Trailrunner wünschen. Könnt ihr euch aussuchen, könnt ihr eure Strecken-Uploads, Aktivitäten hochladen bei uns, könnt Preise gewinnen und in ein Gesamtranking kommen. My Virtual Trail, tolle Sache. So, ein paar Produkte für den Sommer und jetzt geht's los. Die vielleicht wichtigste Geschichte des Trail-Magazins im ganzen Jahr. Wir waren unterwegs mit 46 Trailschuh-Modellen am Wilden Kaiser. Lustige Testtage der ganzen Redaktion. Und ich glaube, wir haben einen Trailschuh-Test, der so umfassend ist und so durchdacht und im Detail auch ja, fast schon verliebt. Alle Marken dabei, ein wirklich aufwendiger Schuhtest. Also wer einen Trailschuh sucht dieses Jahr, der muss diesen Test unbedingt durchlesen. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben. Mammut mit einem neuen Modell, New Balance, Salomon, Hoka. Normal natürlich dabei, On mit einem neuen Modell, Salomon, sogar Puma. Ja, da ist einiges drin. The North Face mit großem Ausrufezeichen, Saucony ebenso, Scott mit dem Carbon-Schuh. In der Mitte von diesem Schuhtest hier
ganz interessant, ein Interview unter den Testern. Ja? Also die Redaktion diskutiert quasi übers Testen und über diesen Schuhtest. Ein internes Interview. Topo dabei. So, nach dem Schuhtest klassischerweise ein Porträt haben wir ja oft drin im Heft. Und diesmal waren wir bei Thomas Schmidt. Viele kennen ihn als Tom the Baker, ein Ultraläufer, ein Ultrarunner mit einer, wie ich finde, super spannenden und inspirierenden Lebensgeschichte. Müsst ihr euch durchlesen. Ich habe den Tom zweimal besucht, habe mich lang mit ihm unterhalten und ich glaube, ein schöner Text ist dabei entstanden. Ein schöner Text ist auch entstanden von Lars Schweitzer mit seiner neuen Trainingsgeschichte. Die Headline: Race Short, Last Longer. Schnell werden vor der Ultrasaison. Ja, es mag euch spanisch vorkommen, um im Sommer bei ganz langen Distanzen gut abzuschneiden, gut zu performen, braucht es jetzt kurze und knackige Rennen und Einheiten. Und der Lars erklärt, wie ich finde, ziemlich nachvollziehbar, wieso das so ist. Wir hatten ja in München unsere Night of the Trail, unsere großen Trail Awards Ende Februar. Das ist der Bericht und wieso dieser Abend und dieses Wochenende für den Sport sehr wichtig war. Ein Special nennen wir Pfingsten am Mittelmeer. Wir stellen euch tolle Trailrunning-Spots am Wasser vor, also mit Bezug zum Mittelmeer, die kroatische Insel Lošinj, Sardinien, wahnsinnig toll. Wir stellen euch die besten Strecken vor, Anreise, die beste Reisezeit, erzählen eine kleine Geschichte jeweils, weil die ganze Trail-Magazin-Redaktion des Öfteren eben auf Sardinien, Elba, Lošinj und auch in Slowenien am Meer waren. Ich glaube, wir können euch da inspirieren, am Pfingsten loszuziehen. Eine Vorschau zur Trailrunning WM in Innsbruck, die vom 1. bis 10. Juni stattfindet. Wir wollen euch motivieren und animieren, nach Innsbruck und ins Stubaital zu fahren, um euch diese erste oder beziehungsweise diese zweite große Trailrunning und Berglauf WM euch live vor Ort anzuschauen, mitzumachen, an der Strecke zu stehen und so weiter. Lohnt sich. 4 WM-Strecken, 4 Distanzen, auf der nach WM Titelträgern gesucht wird. Mit Beckenbodentraining, sicherlich nicht für alle, aber umso wichtiger. Eventbericht, Janusz Kowalczyk war ja bei diesem Black Canyon Ultra und hat sich ein Western States Ticket gezogen. Wir haben mit ihm gesprochen. Tolles Bild, Courtney Dorwalder gewinnt die Transgran Canaria, auch darüber haben wir nochmal gesprochen. Eine Reisegeschichte von Clemens, Bregenzer Wald, tolle Bilder, wunderschöne Gegend. Ihr müsst in den Bregenzer Wald, wenn der Schnee weg ist, müsst ihr im Bregenzer Wald laufen. Lest euch die Geschichte durch, lasst euch ein paar gute Tipps für diese Region geben. 2 Meinungsgeschichten. Ein Interview mit Stefan Hugenschmidt, der wird für viele schon wieder gar kein Name mehr sein. Der war bis vor ein paar Jahren der mit Abstand beste deutsche Trailrunner und Ultratrailläufer. Dann plötzlich weg so von dieser Wettkampfbühne. Wieso, wollten wir wissen. Und wir haben einiges über den Stefan erfahren und seine Beweggründe, sich aus dem Rennsport zu verabschieden. Praxistest, 2 neue Player in der Sportnahrung haben wir gegenübergestellt. NEAC und Mauten testen ein Recovery-Kissen, einen neuen Race-Rucksack von Raab. Ja, genau, Moral. Die letzte Seite ist auch der Aufruf, euch das Heft zu holen. So, nochmal das Cover. Trail Magazin 3 2023 ab Freitag, 14. April am Kiosk. Holt's euch, noch besser, wenn ihr kein Abo habt, schließt ein Abo ab.
Jupp. Ich mache mir jetzt noch mal einen Kaffee.